Moin ihr Lieben, heute gibt es mal ein Videologbuch. Also für alle, die nicht wissen, was es ist, einfach Gesabbel und ein bisschen zeigen, wo wir so rumfahren. Keine technischen Sachen, sondern nur Spaß am Boot fahren. Ja, wir sind auf der Trave. Viele haben sich ja mal gefragt, wie das Gebiet hier so ist. Und ich zeige euch heute mal so ein paar Eindrücke, wie es aussieht aus dem, ja, ich sag mal, aus dem Lübecker Stadtgraben bis zur Travemündung in die Ostsee. Denn heute ist auch gleichzeitig noch die Travemünderwoche, das heißt Segelregatta, ganz viel Party am Strand und natürlich ganz viel belegte Bootsstege, wo keiner rankommt. Und wir wollen heute mal ein bisschen auf die Ostsee, mal ein bisschen Gas geben, vielleicht auch noch mal baden. Diese paar Tage hier bei uns im Norden muss man nämlich immer nutzen. Wenn wir mal über 25 Grad kommen, dann sollte man sich das nicht entgehen lassen. Ja, viel Spaß und los geht's. Fahrt ihr die Trave runter, findet ihr viele Sportboothäfen. Aber auch ganz viel Gewerbe ist hier auf der Trave ansässig. Genau wie hier kleinere Werften, die so abgespacete Boote bauen, wie rechts im Bild. So, sind wir mal ehrlich, die Trave hat nicht viele schöne Sehenswürdigkeiten. Das ist einfach eben nur ja, ein Zufluss von Hamburg zur Ostsee. Aber es gibt so ein paar kleine Ecken, die kann ich euch mal zeigen. Wenn man bei uns zum Beispiel nicht auf die Ostsee kann, weil die Welle zu stark ist, was ja oft passiert, und dann fallen die Würstchen vom Grill, dann fahren wir in die sogenannte Holzwiek. Das ist hier so eine Einbuchtung mit Naturschutzgebiet und mit Wasserskianlage, also mit Wasserskibereich. Das sieht man in den gelben Tonnen. Das heißt, wir können hier ankern, denn auf der Trave darf man eigentlich nur 8 Knoten fahren. Wir können hier ankern, irgendwo direkt ja, nah an dem Naturschutzgebiet, haben keine Wellen, Ruhe und können trotzdem hier mit Jetski und Co. auf diesen Wasserskibereich Wasserski fahren oder Tube ziehen oder wie auch immer. Wer jetzt kein Boot hat und mal auf die Trave will und sich das ganze Spektakel mal von Lübeck Stadtgraben bis Travemünde Ostsee anschauen will, hinter mir fährt die MS Hanse, RB Hanse Schifffahrt. Könnt ihr direkt ab Lübeck, wie gesagt, an der Untertrave einsteigen. Kostet irgendwie, glaube ich, 7, 8 Euro. Und an Bord könnt ihr richtig gut essen. Das Essen ist wirklich hervorragend. Schöne Grüße an Ruven. Der ist ab und zu mal Kapitän da. Und die, ja, die Schifffahrtsgesellschaft hat 3 von diesen Schiffen hier auf der Trave im Einsatz. Das war eben die Hanse, das war die größte. Dann gibt es noch die Hansa und dann gibt es noch die Hermes. Ja, wie gesagt, wenn ihr kein Boot habt und wollt euch mal die Trave anschauen, könnt ihr das tun. Hinter mir seht ihr jetzt nochmal so eine kleine Bucht. Die ist nicht ganz so groß wie die Holzwiek. Das ist eine kleine Holzwiek, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Müsst ihr nochmal genau gucken. Die kleine Holzwiek, die ist etwas, ja, geht nicht ganz so weit rein. Das heißt, die ist nicht ganz so windgeschützt, aber hier kann man auch ankern. Verbote beachten, da sind so Schilder, aber ansonsten kann man hier auch ganz geil mal nächtigen. Mit den vorgeschriebenen 8,3 Knoten geht's weiter in Richtung Ostsee. Hier bei Tonne 15 ist die sogenannte Schweinebucht. Das ist auf der anderen Seite, also auf der grünen Betonungsseite. Und ja, hier haben sie, glaube ich, die Hobbits gedreht. Sieht auf jeden Fall so aus. Auch nochmal ein schöner Ankerplatz. Und wenn ihr jetzt ganz genau guckt, da hinten seht ihr ein Hotel und das ist das Maritim Hotel direkt an der Promenade in Travemünde. Das heißt, wir müssen noch einmal nach links und einmal nach rechts und dann sind wir da. Jetzt sind wir gleich auf Höhe der Tonne 14, immer noch in Richtung Travemünde natürlich. Und hier auf der rechten Seite, also Steuerbord, findet ihr dann die Pötenitzer Wiek. Ehrlich gesagt war ich da noch nie drinne. Aber da gibt es auch Wasserski, da kann man auch ein Stück weiter reinfahren. Nach rechts ist nachher Naturschutzgebiet, da dürft ihr nicht mehr rein. Aber da geht es auf jeden Fall noch ein ganz Stück weiter rein und es soll idyllisch sein, hat man mir erzählt. Ich habe es noch nicht geschafft, da reinzufahren. Ja, und dann, wenn wir hier rumschwenken, dann kommt gleich auf der Backbordseite, das sieht man das überhaupt auf der Kamera, zeige ich euch gleich, da hinten der Skandinavien-Kai, da fahren dann die Fährschiffe Richtung Dänemark und Schweden und wo auch immer überall sie hinfahren. Ja, also die Fähren. So, da seht ihr den nächsten Ausflugsdampfer von der Hanse-Schifffahrt. Das ist nämlich die Hansa, von der ich gesprochen habe. Die ist etwas kleiner, aber auch schön. Und wie gesagt, man kann sehr gut essen auf den Schiffen. Das Teil fährt 90 Minuten bis nach Travemünde. Dann könnt ihr in Travemünde an der Promenade rumlaufen. Und danach könnt ihr, ich glaube, 2 Stunden später oder so, fährt die wieder Richtung Lübeck. Und heute zur Travemünde-Woche natürlich, ja, mit allen Schiffen wahrscheinlich. Hier rechts die Pötenitzer Wiek. Wenn ich jetzt Leute hier auf dem Kanal habe, die aus Lübeck und Umgebung kommen oder vielleicht aus der, ja, diese Ecke von früher kennen, mich würde mal bis heute interessieren, was diese Betonpfeiler hier im Wasser sind. Die sind hier direkt an der Grenze zur Pötenitzer Wiek, sind auch mit Strom beleuchtet.
sind große Betonpoller. Warum sind die da? Ich weiß es nicht. Ich würde ja tippen, es war DDR-Grenze. Ja, ich habe schon einige Leute gefragt, aber keiner hat Plan. Also wenn ihr Ahnung habt, was das mal war oder wozu das mal gedient hat, vielleicht sogar aus dem Krieg, ich weiß es nicht, dann schreibt das nochmal in die Kommentare oder vielleicht, ja, helft mir mal einfach. Jetzt kommt backbordseitig, also hinter mir, der Skandinavien-Kai. Und ja, das ist im Endeffekt ein Fährableger, Fähranleger. Hier können, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5 solcher Fähren gleichzeitig anlegen. Letztes Mal habe ich 5 gesehen. Hier fahren die Finnlines und fahren nach Norwegen und Schweden und Dänemark oder England, wie auch immer. Verschiedene Linien fahren hier. Ab und zu macht hier auch mal so eine Queen Elizabeth halt oder letzte Woche war die MS Europa war hier, ne? Ja, die MS Europa war letzte Woche hier. Ja, und hier ist sozusagen Umschlagplatz für LKWs und was auch immer. Und hier fahren wir jetzt mal an den dicken Pötten gleich vorbei. Aktuell liegt nur einer da. Dick kann man jetzt auch nicht sagen. Guck mal, die fährt nach Malmö, das ist die Finntrader. Ja, wir fahren jetzt mal einfach hinter der Hansa hinterher. Und dort vorne sieht man auch schon den Fischereihafen von Travemünde. Und dann machen wir gleich eine Rechtskurve und dann seht ihr sozusagen auf der rechten Seite den Prival und dann gleich den Travemünde, ja, die Travemünde selbst, die Vorderreihe, aber dann kommen wir gleich zu. Ja, im Eifer des Gefechts sind wir natürlich voll an Travemünde vorbeigefahren, aber später beim Reinfahren zeige ich euch nochmal die Mole und dann könnt ihr euch die ganze Geschichte nochmal ganz entspannt anschauen. Da erzählen wir dann nochmal ein bisschen was zu. Jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Ankerplatz. Also wir geben quasi nach Tonnenende Vollgas in Richtung Prival. Ja, und da ankern wir dann vor Barendorf. Ja, ein flaches Gewässer, wo man später gut sein Boot putzen kann. Ja, wir liegen vor dem Prival. 80 cm Wasser, glasklar und ja, von hier aus kann man sehr gut auf Travemünde gucken. Und wenn ihr jetzt Travemünde weiter geht, hier an der Küste lang, hier entlang, nach da hinten, dann seht ihr dort nach dieser Steilküste um diese kleine Ecke darum. Dort kommt dann Timmendorfer Strand, dann geht die Bucht noch wieder so ein Stück rein, da kommt Hafburg und Scharbeutz und dann ganz da drüben seht ihr dann schon Neustadt und den Hansapark. Und ganz da hinten kommt dann irgendwann Grömitz und wenn ihr noch weiter nach da oben und hoch und dann seid ihr irgendwann in Fehmarn und dann seid ihr irgendwann auch in Dänemark. Das ist so krass tief. Halt dich bloß fest. Deswegen machen wir jetzt eine Antwort. Und so geil kann man das hier haben. Schaut euch mal das Wasser an. Hier ist einfach nichts. Ja, ein bisschen grün ist es heute. Es gibt Tage, da ist es noch ein bisschen klarer. Umso näher ihr ranfahrt, umso klarer wird das auch noch. Hier sind es noch ein bisschen, bisschen Seegras ist jetzt hier auch noch, aber ihr könnt euch auch noch geilere Stellen suchen. Wir wollten jetzt heute nicht so viel, nicht so weit rausfahren. Heute ist die Wassertemperatur relativ kalt, 21 Grad oder so. Und wie war es letzte Woche, als wir hier waren? Da war 24 Grad. Der Wind und das Wetter hat das so ein bisschen kalt gemacht, aber es ist alles auszuhalten. Sprudelst mehr als das Boot. Was? Sprudelst mehr als das Boot. Kannst du mir gleich mal einen Schwamm geben? Dann mache ich hier ein bisschen Pizzi. Weißt du? So eine Mikrophase. Okay. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man im Wasser ist und stehen kann, dann muss man Pizzi machen.
Ja, die Frau hat gute Augen. Sie hat gesehen, dass irgendwas von dem anderen Boot verloren gegangen ist. Wir dachten erst, das wäre der Spritkanister, aber nein, es waren seine Kissen. Ja, gut, dass sie es gesehen hat. Jetzt bekommt er nämlich keine Ärger von seiner Frau, dass die Kissen fehlen. Ja, auch ein bisschen Spaß muss sein. Wir versuchen mal ein kleines Rennen. Kleine 20-Fuß Sea-Ray gegen 26-Fuß Sea-Ray. 2x 5,7 Liter. Ich denke, mit der 260er habe ich mich jetzt gar nicht so schlecht geschlagen, oder? Jetzt nehmen wir auch schon wieder Kurs auf Travemünde. Da seht ihr das Maritim. Das ist übrigens gleichzeitig ein Leuchtturm. Und dieses Leuchtfeuer auf diesem Maritim ist übrigens das höchste Leuchtfeuer Europas. In Travemünde ist natürlich auch der Lotse stationiert, genauso wie auf der Prival-Seite die Passat, ein Viermaster-Segelschiff. Hier die Küstenwache und natürlich auch die Seenotretter. Ja, und jetzt seht ihr auch schon die ganzen kleinen Buden entlang der Vorderreihe. Hier sind so ein bisschen Sachen aufgebaut, die zur Travemünder Woche jetzt da stehen. Die sind natürlich im Normalbetrieb jetzt hier nicht am Wasser. Ja, und dann geht's zurück. Wieder am Skandinavien-Kai vorbei. Hinter uns Travemünde. Nochmal ein verschämtes Lächeln. So, ihr noch nicht Ostseefahrer, jetzt habt ihr die Ostsee so ein bisschen gesehen, was man hier so alles machen kann. War ja nur ein kleiner Ausblick über die Trave, jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ich dachte mir, ich zeige euch bei gutem Wetter die ganze Geschichte mal. Wie ihr gesehen habt am Rand, ist es Travemünder Woche. Segelregatta, Party, Drinks, Palmen und Bier. Ja, kommt rum, bis nächste Woche ist das Ganze noch. Und ja, ihr könnt hier auch wahrscheinlich ein paar Boote chartern. Ansonsten, wie gesagt, die Hanse benutzen oder einfach an den Strand gehen. Oder mich fragen. Für 1200 die Stunde fahre ich euch raus. Oder ist das zu wenig? 1200 den Tag, das ist okay. Aber dann sind wir in 3 Stunden wieder zurück. Ich finde es beeindruckend, wie schnell ein Tag zu Ende geht auf dem Wasser. 10 Uhr morgens los, 20 Uhr zurück und trotzdem hat man das Gefühl, man war irgendwie nur 2 Stunden unterwegs. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen und freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst und mir ein paar Kommentare reinhaut. Tschüss!